So, wir sind startklar. Es kann wieder losgehen. Herzlich willkommen auf der 71. Hamburger Mahnwache mit das offene Mikrofon am Jungfernstieg jeden Montag 18.30 Uhr. Ja, ich freue mich, dass auch trotz des grauen Himmels es wieder einige zu uns geschafft haben und dass es trotz dessen, dass es heute wie aus Eimern gegossen hat, immer noch recht warm ist. Ja, zuallererst habe ich eine wichtige Ankündigung in eigener Sache. Und zwar hier, wir brauchen Verstärkung. Wir haben eine Mahnwache zu verschenken, in dem Sinne. Nein, so ganz so schlimm ist es nicht, aber dennoch brauchen wir spätestens ab Oktober einige freiwillige Helfer, die Fische anpacken, die am besten vielleicht sogar ein Auto haben und mal ein bisschen was hin und her fahren könnten. Ansonsten, eigentlich ist alles da, eigentlich braucht man gar nicht viel. Wir haben ein Pavillon, das geben wir auch gerne mit. Wir haben mehrere Leute, die Technik organisieren können. Ich zähle ihrer drei, die man sich auch gerne abwechseln, wenn man sie fragt. Und die teilweise auch mit ihrem eigenen Auto kommen. Und wir brauchen sonst nur irgendjemand, der diesen schicken Pavillon und diese schicken Friedensbanner, wenn denn gewünscht, hierher bringt. Aber ansonsten, wie gesagt, wir haben sehr viele fleißige Helfershelfer, teilweise immer die gleichen, die das seit 70 Wochen machen. Und demnächst brauchen wir aus verschiedensten Gründen mal neue Helfershelfer. Ja, genau. Und auch bei mir steht ja einiges an. Also erst einmal haben wir ja ab 16. November ist der Platz hier blockiert für den Weihnachtsmarkt. Und das ist auch ungefähr die Zeit, wo wir dann uns spätestens überlegen, was machen wir? Machen wir Winterpause oder finden sich Leute, die hier motiviert sind, das weiterzuführen? Denn auch bei mir steht einiges an, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres. Deswegen werde ich da nicht mehr die Zeit haben, auch jeden Montag hier zu sein und auch das Ganze mit zu organisieren. Wer mehr wissen will, das erzähle ich gern alles mal abseits von Kamera und Mikrofon mehr. Aber erstmal so die Ankündigung in eigener Sache. Also ihr habt in der Hand, wie es mit der Mahnwache Hamburg weitergeht. Was ist nächsten Monat, übernächsten Monat oder auch Anfang nächsten Jahres? Der Weihnachtsmarkt blockiert übrigens diesen Platz vom 16. November bis zum 31. Januar. Also ab Anfang Februar darf man hier wieder eine Versammlung abhalten. Zweite Ankündigung in eigener Sache. Wenn ich mich nicht irre, kommen heute hier gegen 19.30 Uhr die Montagsdemo gegen Hartz IV vorbei. Die haben einen großen Aufzug angemeldet, der quasi zum Jubiläum. 11 Jahre Montagsdemo gegen Hartz IV. Respekt, muss man sagen. Hier um circa 19.30 Uhr, 19.45 Uhr ankommt und dann haben sie eine Abschlusskundgebung angemeldet, Höhe Flaggenplatz. Und wir haben auch gesagt, wenn die dann hier ankommen, dann überlassen wir ihnen gerne das Feld und sie dürfen auch gerne unser Mikrofon nutzen, wenn sie möchten. Nur, dass ihr euch schon mal drauf einstellt. So viel zum Organisatorischen. Ja, jetzt haben wir an dieser Stelle auch gerne, gerne den Wochenrückblick, danach eröffnen wir das offene Mikrofon, wo dann wieder jeder unangemeldet sprechen kann. Und am Wochenrückblick, ich muss sagen, also es ist ja schon viel los in der Welt und ich komme teilweise selber schon gar nicht mehr klar damit. Deswegen, ich werde an dieser Woche ein bisschen ausschweifen, ein bisschen noch was anderes erzählen, aber ich denke mal, es erwarten uns ein heißer Herbst, wenn man so schön sagt. Und wir haben ja gesehen, dass jetzt die chinesische Regierung die Abwertung des Yuan beschlossen hat, also dass ihre Währung nicht mehr direkt an einen Korb aus verschiedenen anderen Währungen gekoppelt ist, sondern dass sie die quasi selber abwerten, um ihre Exporte zu stärken. Das Ganze folgt auf mehrere chinesische Aktiencrashes. Man kann da sehen, wie man will. Einige vermuten dahinter bösen Willen, andere sagen, ja, die chinesische Regierung hat versucht, das Ganze zentral zu steuern, was in der Vergangenheit bis jetzt immer fehlgeschlagen ist, also auch wieder fehlschlagen musste. Und dennoch haben sie ja
geplant, in diesem Hafen Tijuan ein neues Finanzzentrum zu eröffnen, sozusagen die chinesische Wall Street. Und einen Tag ungefähr nach der Abwertung, nachdem die Abwertung des Yuan angekündigt wurde, ja, da gab es da ein Unglück, eine Explosion in einer Chemiefabrik, direkt wenige hundert Meter von der Baustelle dieses neuen Finanzdistrikts entfernt. Und es heißt, dort brennen die Feuer immer noch. Ich war nicht vor Ort, ich kann es nicht genau sagen, aber man hört ja Verschiedenstes, dass da einige Verletzte, einige Tote waren und dass vor allem das auch Chinas Wirtschaft stark betroffen hat, weil dadurch der Hafen ausfällt, über den sonst ein großer Teil der Export und Importe läuft. Also, jetzt gibt es da verschiedene Theorien. Die einen sehen das jetzt als Unglück an, weil halt sowas halt mal passiert, ne? So eine Chemiefabrik. Und andere sagen, dahinter steckt böser Wille. Das war eine Art Racheakt der USA gegenüber China, weil sie es gewagt haben, den Dollar frontal herauszufordern, indem sie ihren Yuan abgewertet haben. Das Ganze ist allerdings rein spekulativ. Beweise gibt es dafür nicht. Aber es ist schon ein sehr interessantes Timing, mit dem das alles passiert. Deswegen sollte man da die Augen offen halten. Ja, und ansonsten habe ich am Wochenende auch ein interessantes Video gefunden. Das kann ich eben ans Herz legen. Das hat der Oliver Janich hat das hochgeladen, beziehungsweise versucht es hochzuladen auf verschiedenen Videoplattformen. Und er beschäftigt sich mit der Frage, wann und wie kommt der nächste Finanzcrash? Und interessanterweise habe ich dann heute Morgen Spiegel Online aufgemacht, weil ich ab und zu mal gucke, was denn die Konkurrenz so schreibt. Na, was soll ich sagen? Die haben einen Artikel veröffentlicht, der hieß Planlos in die nächste Krise. Wege in die Rezession. Und da erkennt selbst der Mainstream-Spiegel Online-Korrespondent, dass wenn jetzt eine nächste Krise kommt, dass wir dann ziemlich hilflos dastehen. Weil er meinte ja, im Rahmen des Schuldgeldsystems, das füge ich jetzt mal von mir an dieser Stelle ein, sind die Möglichkeiten erschöpft. Denn die Weltwirtschaftskrise begann ja 2008, sagt man, mit dem Lehman Brothers Ding. Und seitdem sind die Staatsschulden aller westlichen Industriestaaten, überhaupt aller Staaten weltweit, sehr stark gestiegen. Die Fed hat Quantitative Easing betrieben und die Zinsen gegen Null getrieben. Ich meine, man muss ja überlegen, vor 7 Jahren waren die Zinsen noch bei zwischen 3% und 5%, je nach Land und teilweise auch höher. Und jetzt sind in Europa und in den USA und in Japan sowieso und in vielen anderen Industrienationen die Zinsen gegen Null getrieben worden. Wir haben Quantitative Easing erlebt, Abenomics, Quantitative Easing 2 durch die EZB jetzt gerade am Laufen. Eigentlich gibt es, also in den USA gab es ja auch schon QE 2, 3 und was nicht alles und das 3 war dann unlimited. Und die Frage ist einfach nur, was kann man noch machen, wenn die nächste Krise ins Haus fällt, ne? Was kann man noch machen? Und das ist auch eine gute Frage. Und jetzt gibt es etwas an der Wall Street, das selbst einige Wall Street Banker kennen und das nennen sie den 7-Jahres-Zyklus. Das lässt sich zurückverfolgen bis ins Jahr 1973, manche sagen sogar noch länger, dass alle 7 Jahre eine Art Mini-Crash oder Börsenabsturz passiert. 1973 gab es die Ölkrise. Dann gab es 1980 eine Trendwende, wo die Börse nach einem sehr langen Auftrieb wieder angefangen hat abzustürzen. Und das Ganze geht weiter. Alle 7 Jahre gab es einen Crash. Da gab es dann den Black Monday. 87, 94 gab es dann einen Staatsanleihen-Crash, den oder sogenannten Bond-Crash. 2001, ja, das erinnern wir uns vielleicht noch, da gab es 9/11. Danach waren die Börsen für 6 Tage geschlossen. Und dann gab es den bis dato höchsten Aktien-Crash der Geschichte, der Dow Jones fiel um ungefähr 600 noch was, 700 Punkte. Und 7 Jahre später gab es dann Lehman Brothers, die Lehman-Pleite und der Dow Jones fiel um genau 777 Punkte. Die Zahl kann man sich gut merken. Ja, und jetzt ist 2015 und das Ganze passierte einmal immer ungefähr im September. Und jetzt ist 2015, wir haben bald wieder September
Und viele Leute nehmen das als Anlass, etwas beunruhigt zu sein und zu sagen, vielleicht kommt ja der nächste Börsencrash diesen Herbst, im September, Oktober. Und dann gab es einige Leute, die gesagt haben, ja, vielleicht ist das ja, gibt es da ja noch irgendwie mehr als nur diesen obskuren 7-Jahres-Zyklus. Die haben angefangen zu recherchieren und haben festgestellt, dass die letzten beiden Börsencrashes 2001 und 2008 jeweils genau am Ende eines sogenannten jüdischen Schemitah-Jahres passiert sind. Normalerweise bin ich ja nicht so der, der sich mit sowas auseinandersetzt, aber dieser Zufall ist ja schon beeindruckend, genau. Und zwar beide Male am gleichen Tag des jüdischen Kalenders, am Elul 29. Und dass dann ausgerechnet der Dow Jones 2008 um 777 Punkte abgestürzt ist, nehmen sie auch als weiteres Anzeichen, dass das damit was zu tun hat. Und dann sind sie in die Vergangenheit zurückgegangen und haben halt diesen 7-Jahres-Zyklus weiterverfolgt und haben halt festgestellt, dass bereits so früh wie 1931, auch fällt auch in diesen 7-Jahres-Zyklus, ein Börsencrash passiert ist. Die große Rezession startete zwar 1929, aber 1931 war das Jahr mit den größten Verlusten. 1938 sehen sie dann quasi als Vorkriegsjahr an, wo die Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg begannen. 1945 war dann das Ende des Zweiten Weltkrieges und so weiter. So kann man diesen 7-Jahres-Zyklus schon ziemlich weit zurückverfolgen. Und es passiert eigentlich immer alle 7 Jahre was Bedeutsames. Jetzt ist die Frage, was passiert 2015? Passiert überhaupt irgendwas oder machen wir uns hier alle verrückt? Also ich kann es nicht genau sagen, aber ist es auf jeden Fall wert, Augen und Ohren offen zu halten und sich zu fragen, was passiert? Ja. Und wenn man sich den Kalender anschaut, dann ist ja im September eine Häufung, sagen wir mal, ungewöhnlicher Ereignisse. Da gibt es zum Beispiel die höchste Konzentration von NATO-Militärmanövern in unserer Geschichte. Teilweise gibt es, es fängt schon bei Jade Helm an, was im 15. Juli begonnen hat und bis zum 15. September genau geht. Und dann gibt es verschiedene Manöver wie Rapid Trident und so weiter, die auch alle auf diesen Zeitraum fallen. Dann ist die 70. UNO-Vollversammlung, bei der unter anderem auch das erste Mal der Papst vor der UNO sprechen wird im September und auch eine Krisensitzung der FED, also nicht eine Krisensitzung, eine Sitzung der FED ist im September angesetzt und auch soll der Papst zum Beispiel vor dem US-Kongress sprechen. Und da war noch mehr, was mir gerade nicht einfällt, aber es ist auf jeden Fall einiges im Gange und wir sollten auf jeden Fall aufpassen, was passiert. Ich glaube jetzt nicht daran, dass das der ultimative Crash aller Crashs sein wird, wie einige Leute vorhersagen. Bitte ruhig bleiben. Ja, einige Leute befürchten, dass jetzt der ultimative Crash kommt, weil das der siebte 7-Jahres-Zyklus ist, also 49 Jahre und im Jahr 50 kommt dann immer ein Jubiläumsjahr oder Jubiläjahr im jüdischen Kalender, wo dann noch besonderere Dinge passieren sollen. Also angeblich, der Legende nach, ist das dann das Jahr, in dem Gott ihnen ihr Land zurückgibt. Kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber genau vor 50 Jahren war der Sieben-Tage-Krieg zwischen Ägypten und Israel und 50 Jahre vorher war dann die Eroberung Palästinas durch die britischen Truppen, die das vom Osmanischen Reich genommen haben. Ja, haben sie. So. Bitte nicht reinrufen. Ja, okay. Also, mal schauen, was passiert. Ne? Wir können nur hoffen, dass nichts Schlimmes passiert, aber es ist trotzdem immer gut, vorbereitet zu sein. Und das war's von mir an dieser Stelle. Ich würde auch gerne eure Meinung hören. Droht wirklich ein Systemcrash im September oder ist das alles übertrieben? Und ansonsten haben wir das offene Mikrofon. Jetzt wieder, was ich hier eröffne. Ich bitte euch, euch an den Zeitrahmen zu halten. Ungefähr 6 Minuten. Gewaltfrei, jugendfreundlich und in gutem Ton. Also zum Beispiel nicht ins Mikrofon schreien. Wenn ihr euch an die 3 Regeln haltet, dann darf jeder hier sprechen. Und auch bitte, einfach bitte freundlich bleiben. Das war's.